Das White Rabbit, der weiße Hase, hat mich etwas herausgefordert, nachdem das letzte Video so abgegangen ist. Und zwar stichelt er hier rum mit, dass ich die Mondfinsternis ja gar nicht erklären könnte, wenn ich da von einer anderen Theorie ausgehe als die der Kugelerde. Vielleicht will mich das White Rabbit auch aus dem Kaninchenbau herauslocken. Ich hoffe es ja mal. Naja, jedenfalls habe ich dann halt mal geguckt, was dann eigentlich der Unterschied sein soll. Nach Kugelerde-Prinzip. So, und da habe ich hier eine Quelle vom ZDF gefunden, die hier so ein schönes Video gemacht haben. Und bei denen geht es eigentlich darauf hinaus, dass das wäre die Mondfinsternis. Ne, hier Sonne, Erde, Mond, ist klar. Und das wäre der Mond, der Neumond. Ne, da ist dann der Mond zwischen Sonne und Erde. Ne, deshalb kann man den nicht sehen, weil er angeblich nur am Tag ist. Okay, so. Dann wollte ich wissen, was der Unterschied zwischen Sonnenfinsternis und Neumond ist. So, und da bin ich auf Microsoft Bing irgendwie durch Zufall gelandet und da sagt mir hier die KI-erweiterte Zusammenfassung, Sonnenfinsternis nur bei Neumond kann entstehen. Nee, entstehen kann. Oh, das hat Yoda geschrieben, so wie es aussieht. Der Unterschied zwischen Sonnenfinsternis und Neumond liegt darin, dass eine Sonnenfinsternis nur bei Mo Neumond entstehen kann. Nee, da muss ich schon stottern. Was ist denn das für ein Satz? Der Unterschied zwischen Sonnenfinsternis und Neumond liegt darin, dass eine Sonnenfinsternis nur bei Neumond entstehen kann. Okay, so steht der Satz hier. Lernen wir neues Deutsch, okay. Bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne, während bei Neumond die Erde in der Mitte steht und ihr Schatten auf den Mond fällt. Okay, also ist das jetzt die Microsoft Bing-Erklärung? Da ist die Sonnenfinsternis Sonne, Mond, Erde, ne, ist klar. Und bei Neumond sagen die Sonne, Erde, Mond, im Gegensatz zum ZDF. Okay. So, da wollen wir mal gucken, was der Unterschied zwischen Sonnenfinsternis und Mondfinsternis ist. Da habe ich hier auf LernAttack die zwei Grafiken gefunden. Also das hier wäre die Sonnenfinsternis. Bei einer Sonnenfinsternis steht der Mond so zwischen Sonne und Erde, dass auf einem 100 bis 200 Kilometer breiten und einige tausend Kilometer langen Streifen der Erdoberfläche die Sonne für einige Minuten nicht zu sehen ist. Das ist die totale Sonnenfinsternis. Und in einem deutlich breiteren Streifen ist die Sonne teilweise abgedeckt, das partielle Finsternis. Und der Streifen ist verglichen mit der Größe der Erde so klein, weil der Mond am Himmel zufälligerweise fast genauso groß aussieht wie die Sonne. Je nach Position auf der ellipsenförmigen Mondbahn ist er manchmal sogar etwas kleiner als die Sonnenscheibe. Oi, hier sagen sie, dass die Sonne eine Scheibe ist. Oh, Okay, zwischen den Zeilen lesen ist drauf. Okay, so. Bei der Mondfinsternis tritt der Mond in den Schatten der Erde ein. Da die Erde am Mondhimmel einen viel größeren Bereich einnimmt als Mond oder Sonne am Erdhimmel, ist praktisch jede Mondfinsternis auf der ganzen Erde eine totale Finsternis. Während einer Mondfinsternis sieht der abgeschattete Mond schwach rötlich aus. Das liegt daran, dass die Erdatmosphäre Sonnenlicht in den Schattenraum hineinstreut, das dann ähnlich wie beim Sonnenuntergang auf der Erde vor allem lange, das heißt rötliche Wellenlängen enthält. Oh, krass, da streut die Erde einen Schatten ins dunkle Weltall, der rot ist. Oh, boah, und dann leuchtet der Mond rot. Müssten dann nicht eigentlich auch alle Ballons, die mir dann steigen lassen, rot leuchten? Fragen über Fragen. So, das wäre dann praktisch die Lernattack-Variante, ne, zu Sonnenfinsternis und Mondfinsternis. Ich habe hier eine kleine Diskrepanz, Leute. Eine kleine oder feine von Microsoft Bing. Habt ihr da auch Diskrepanzen? Also gut, soweit würde ich ja nochmal mitgehen, dass Sonnenfinsternis fast so was Ähnliches ist wie Neumond. Dann stellt sich bei mir nur die Frage, wie dann solche Fotos entstehen können. Das ist bei Tag aufgenommen. Ich gebe zu, es ist ziemlich früh am Morgen.
Aber ich denke, der Mond, der wäre dann auch später noch in seiner vollen Vollmondpracht zu sehen. Ja. Ihr habt ja den ironischen Ton in meiner Stimme schon längst gemerkt. Und ich weiß nicht, woher der kommt. Ich bin selber auf der Suche. Ich weiß auch nicht so richtig, wie es funktioniert. Ne? Also über Tipps wäre ich da sehr dankbar. Aber ich habe gewisse Experimente gemacht. Und da habe ich so ab und zu an den Mond und sein Licht gedacht. Zum Beispiel, das hier ist eine Leuchtstoffröhre. Da ist Gas drin, was bei Hochspannung ionisiert wird. Und komme ich damit jetzt in die Nähe von einer hochfrequenten Hochspannungsquelle, dann, ja, wo bin ich denn? Leuchtet zuerst ein bisschen und dann, je weiter ich komme, geht es immer mehr und dann ist es auf einmal ganz da. Und jetzt gehe ich wieder ein bisschen weg, ist es wieder weg. Jetzt wieder ganz da und wieder weg. Und wieder dran und Halbmond und Neumond oder was weiß ich. Vielleicht so ähnlich, aber mit ionisierendem Gas sieht es meiner Meinung nach so ähnlich aus wie das, was da oben am Himmel stattfindet. Wer nochmal wissen will, was das ist so ein ganz normaler Plasmateller. Ja, da gibt es so Plasmakugeln und es gibt auch Plasmateller, es gibt auch Plasmaröhren. Und wenn man davor eine Pancake-Coil hängt, hier, das ist eine Pancake-Coil, dann kann man damit schön LEDs betreiben. Aber da habe ich ja schon ein Video drüber gemacht. Okay. Eine Antwort zumindest diesbezüglich von den flachen Erdesoldaten habe ich schon gefunden. Die kommt hier mal fix. So, you want to see how the lunar eclipse works? All right, I'm going to show you how the lunar eclipse works. The sun, which is represented by this lens here, is going to interact with the moon, and their light paths basically line up perfectly to where their direct path of light is facing head on to one another. So this is what this represents. The two-way mirror that you see represents the ethereal superfluid. And you got the dome. So you've got the moon, you've got the sun about to get the moon and sun about to line up, and you're gonna see not only the double shadow of the eclipse, once it fully eclipses, you will see the blood moon, the red color. Okay, also nach dem Kollegen seiner Theorie interagiert die Sonne mit dem Mond, und wenn dann die Sonne zwischen dieser Linie ist, wo der Mond mit durch dieses Superfluid da irgendwie entsteht, dann wirkt die Sonne wie eine Linse und dann wäre das ein Blutmond. Okay, so, dann frage ich mich aber, das müsste ja dann am Tag sichtbar sein, ne? Und Blutmond sieht man ja in der Nacht. Okay, also müssen wir doch eigene Recherchen einstellen. Und irgendwie bin ich jetzt gerade wahrscheinlich auf dem Pilztrip, weil ich musste nämlich irgendwie an Yggdrasil denken, also an diesen komischen Weltenbaum, der da in der Mitte rumwuseln soll. Weltenbaum. Ja, und die Form dieser Kappen und der Stiel in der Mitte. Vielleicht steht ja auch eine Flasche hohes C in der Mitte unserer Kuppel. Und es sieht wie ein Pilz aus, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber jedenfalls nach dem Prinzip würde es dann auch funktionieren. Da hätten wir dann hier unseren Blutmond. Ne, wenn dann in der Mitte, bei unserem Nordpol zum Beispiel, ich meine, da soll ja sowieso so ein Plasma hochgehen, ne? Oder sich da irgendwelche Stoffe verdichten. Und angenommen, da geht ein Wirbel hoch in der Mitte, dann ist ja in der Mitte dann alles verdichtet sozusagen, und wenn dann von einer Seite eine Energiequelle kommt und dann hier, naja, ihr wisst schon, ne? Also so ähnlich könnte man das dann auch darstellen. Dann hätte man hier hinten dann, da hinten hätte man dann auch seinen Blutmond. So, jetzt machen wir wieder Vollmond.
Vollmond, Blutmond, Vollmond, Blutmond. Ich weiß es nicht. Ne? Das sind alles so Spielereien. Aber vielleicht hat es ja wirklich mehr mit Pilzen zu tun, als wir denken. Ich bin auf eure Ideen gespannt.